Hi. Also, es ist der 20.12. 0 Uhr. Um 7 Uhr wird im Krankenhaus meine Lieblingshebamme Dienst haben. Also bis 7 Uhr muss es dann losgehen, damit ich bei ihr entbinden kann. Ich wollte euch zeigen, also meine Gebärmutter, also ich habe die ganze Zeit immer wieder Wehen, auch 1,5 Stunden alle 10 Minuten Wehen, dann sind sie wieder weg und jetzt habe ich auch immer wieder Wehen, aber es geht nicht richtig los. Die Gebärmutter ist jetzt hier. Hier fängt sie an. So, kann man das sehen? So, ja. Da. Hier so, genau. Also ist noch tiefer gegangen. Ja, und ich drehe mal weiter. Also, ich werde euch versuchen, auf dem Laufenden zu halten, so gut ich kann, und das mitzudrehen, aber wer weiß. Guten Morgen. Also, wir haben gleich 8 Uhr am 20.12. Ich habe vergessen, mich abzuschminken gestern, wie man sieht. Ich hatte nachts immer wieder Wehen, aber nichts Spektakuläres, nur so übungswehenmäßig. Was ich aber neu habe, ist, ich habe Hüftschmerzen. So richtig die Hüfte tut weh. Das ist neu. Und wenn ich auf das Handy gucke, sieht es aus, als ob ich schämen würde. Also sollte ich besser da hinschauen. So, es ist 9 Uhr. Ich habe mich mittlerweile abgeschminkt. Keine Wehen mehr im Sicht. Nur so Übungswehen. Also schon noch Wehen, Übungswehen. Ich spüre, wie gesagt, dass das noch tiefer gegangen ist. Und ich versuche, den Tag positiv zu sehen, also so oder so. Und zwar, also heute ist ja der 20.12.20. auf die Art, dass ich mir denke, habe ich noch einen Tag länger mit unserem Großen oder zu dritt quasi, mit Lea zu viert. Und kann noch ein paar Sachen erledigen, wie Wäsche und sowas, ne? Aber auch nochmal heute Abend zusammen baden. Wieso nicht, ne? Genießen, solange man noch kann. So, es ist kurz, also jetzt ist es 10 Uhr, aber ich glaube, es war so für 5 Minuten. Da war ich auf Toilette, boah, mein Bauch drückt auch jetzt gerade. Und da hat sich, glaube ich, der Schleimtropf gelöst, aber nicht blutig. Aber es war schon, also ich denke schon, dann habe ich es gegoogelt. Ich weiß, Google ist nicht der Beste, aber also da hieß es, dass das möglich wäre. Also es sah halt so aus. Und dass es das so gibt auch, dass es ohne Blut auch passiert. Das würde bedeuten, der Muttermund öffnet sich noch nicht. Unbedingt. Also nicht unbedingt. So, aber trotzdem ist das doch schon mal ein gutes Zeichen, oder? Also 10 Uhr, 20.12., 4. Advent. So, es ist immer noch der 20.12. Es ist 22 Uhr. Ich habe immer wieder Wehen. Aber leider nichts Regelmäßiges. Ich merke körperlich langsam auch noch eine Veränderung, dass es untenrum, das, ja, wie soll ich das sagen, der Venushügel viel größer geworden ist, weil das Babyköpfchen da ist, also das spüre ich schon. Und dass ich meine Beine wirklich jetzt gar nicht mehr schließen kann, so quasi. Das ist so komisch, das auch klingt. Das klingt alles komisch, ne? Ich habe gerade gebadet, 1,5 Stunden, so gut. Weil die Schmerzen waren ja schon teilweise ein bisschen stärker. Aber und baden tut dann einfach gut, entspannt und holt runter. Deswegen bin ich auch ungeschminkt. Ach, ja, aber noch tut sich nichts, keine echten Wehen. Es geht noch nicht los. Ich habe jetzt beschlossen, meine sozusagen Papillotten zu nehmen. Dann meine Tüte mit den Socken. Ich habe mir jetzt gerade einen Mittelscheitel mal gemacht und versuche mir jetzt so über Nacht nach dem Baden so dickere Wellen zu machen. Mal gucken. Super schnell ging das. Viel schneller, als wenn ich die Papillotten sonst eindrehe, weil ich ja dicke Locken wollte. Also deswegen habe ich ja viel mehr Haare genommen als sonst. Puh, wieder eine Wehe. Naja, aber ob es gut aussieht, werden wir dann morgen sehen. Yay! So, ich bin seit 1 Stunde unten bei meinem Mann. Ich chill, gehe normalerweise früher schlafen oder chill oben im Bett, weil es angenehmer für mich ist. Ich hatte so ein richtig krasses Ziehen im Rücken und auch Wehen, also Wehen, ja.
aber ziehen auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ihn heute bei mich massiert. War hier und gerade mich massieren lassen. Da habe ich alle 12 Minuten Wehen gehabt dabei. Jetzt sind es alle 5 bis 4 Minuten. Die App sagt, bereiten Sie sich vor. Ob das so stimmt, weil ich einmal aus Versehen gedrückt habe, einmal, wissen wir nicht, aber die Wehen kommen immer wieder. Aber sie sind jetzt nicht so super krass, das ist noch auszuhalten. Aber wir haben vor, ich kann kaum sprechen, weil die Bewegungen auch so wehtun oder keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall wurde ich massiert, yay, okay, die nächste Wehe kommt, ich muss auf Pause machen. Mir fällt jetzt wieder ein, was es war, warum ich untergegangen bin, nicht nur das Rücken, die Rückenschmerzen, sondern ich habe wieder diese Hüftschmerzen und so ein, also ich habe die Wehen, ne, der Bauch wird hart und dann tut es hinten in der Hüfte weh. Ja, genau. So kann man das gut beschreiben. Also die, unten das Becken, das schmerzt. Ja, und jetzt fange ich an, mich zu bewegen und meine Tasche ein bisschen zu packen. Und natürlich auch diese Haardinger raus und ziehen und was anderes an. So, ich bin immer noch in dieser Heidi-Teidi-Frisur, was euch sagt. Also wir haben jetzt gerade 0.25 Uhr und ich denke mir schlafen, weil die Wehen sind nicht furchtbar stark. Nicht, dass ich wollen würde, dass sie mir super wehtun, aber es ist noch zu sehr zu erträglich. Also es war schlimmer, als bevor ich runtergegangen bin und dann nach der Massage ging es mir besser. Deswegen versuche ich jetzt nochmal eine Runde zu schlafen, in der Hoffnung, ein bisschen Kraft zu tanken und dass es in 2-3 Stunden vielleicht besser ist. Und dann mache ich mir meine wunderschöne Frisur und dann gibt es Fotos von mir mit dem Baby. Spaß, so sieht es eigentlich nicht aus, aber ich wollte das ja beim Morgen früh. Ich dachte, ich mache noch ein paar Babybauchfotos vielleicht. Aber ich hole die Dinger natürlich raus, wenn ich auf dem Weg zum Krankenhaus bin. Achso, nochmal einmal Bauch gucken. Da ist er. Hammer, ne? Unglaublich. Wunderschönen guten Morgen. Es ist 6.14 Uhr. Jetzt gleich tue ich meine Löckchen raus. Ich hatte nachts immer wieder Wehen, aber es geht nicht los oder ging nicht los. Und gerade ist mir die Fruchtblase geplatzt und davon bin ich wach geworden. Oh, okay. Boah, ich sehe echt aus. Und zwar fühlte sich das voll witzig an. Ich so, pinkel ich? So mitten im Schlaf, pinkel ich? Nein, ich pinkel nicht. Ist das Blut? Hab schnell ein Taschentuch genommen, geguckt. Kein Blut. Aber ich pinkel doch nicht. Okay, geh, ich bin gerade in der Dusche am Stehen. Irgendwie wird das immer mehr. Schnell in die Dusche gegangen. Und jetzt, ja, die Fruchtblase ist es auf jeden Fall. Es läuft ganz langsam aus. War schön, es geht los. Und so kullert es ganz langsam an deinen entlang. Ich weiß nicht, ob das eklig ist oder nicht. Weiß noch. Also es ist nicht so ein Schweif wie im Fernsehen. Es kullert ganz langsam an mir entlang. Ja, wollte ich nur einfach. Und hier sind die Tiere von meiner Tür. Und jetzt dusche ich auch. Also mein Fazit für die Socken. Hammer. Hammer, cool. So, wir fahren jetzt gleich ins Krankenhaus. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr melden, unbedingt. Ich wünsche einen schönen Tag. Ach, ich poste das gleich nicht, ne? Sondern war es auf und schneide es dann. Aber egal. Mir geht's immer noch gut. Keine krassen Wehen oder so. Hab meinen Frauenarzttermin von heute Morgen abgesagt. Beziehungsweise dafür gesorgt, dass er abgesagt wird. Meine Familie weiß Bescheid. Unsere Familien. Was noch? Hebammentermin abgesagt. Mein Mann hat mein Video unterbrochen. was noch? Achso, noch keine krassen Wehen oder sowas. Nur so ein bisschen Krämpfe oder so, wie man das nennen möchte. Aber keine krassen Wehen. Na gut, das erzähle ich euch noch. Mein Mann lacht mich mega aus wegen meiner guten Laune. Aber... Nein. Du lachst mich nicht aus? Lach mich aus, weil du noch deine Fotosession machst, und ja, danke, dass du das mit dem Teppich sagst. Mich hat der Teppich davon gestört. Ja, weil wir Zeit haben. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, aber weil es heute losgeht. Deswegen habe ich so gute Laune. Ja. Also, aber über meine gute Laune hast du auch gelacht. Ja.
Du hast geschmunzelt. Ich glaube, nach dem Platzen der Fruchtblase ist der Bauch kleiner geworden. Ja, normal. Aber siehst du das? Du bist kleiner geworden. Ja. Dankeschön. Sind im Krankenhaus. Yay! Ich hab Wehen. Man sieht die Wehen. Hammer, ne? Wir kriegen ein Baby. Wir kriegen ein Baby. Achso, wir sind bei alle 6 Minuten circa eigentlich gewesen. Das reicht. Da ist das Baby, der Babybau. Da, ja, noch. Bald ist er weg. Ich bin schwanger. Ich habe das jetzt aufgenommen, wie du das sagst. Ja. Also, wo waren wir denn? Die Fruchtblase ist geplatzt, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Ich dachte eigentlich, ich melde mich nicht mehr, aber wir haben wie oft Wehen? Alle 5 Minuten. Alle 5 Minuten Wehen. Die sind auch immer stärker und es tut auch weh. Ah, ich weiß was, der Muttermund ist gerade mal bei 1 cm, deswegen dachte ich, jetzt kann ich doch noch was aus. Vor einer Stunde. Von der Fruchtblase kam noch was nach, aber ich war auch schon vorbereitet darauf. Hashtag Binde. Oh, peinlich. Ja, aber ich habe wirklich damit gerechnet, dass das noch passiert. Und voll schön, ich kriege das Familienzimmer, bin schon angemeldet. Also traumhaft, Familienzimmer, genau das, was ich haben wollte. Haben wollte, hört sich so an, aber genau. Und so das weitergehen. Netflix-Account. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir sind im Kreissaal. Hier könnt ihr meine wunderschönen Wehen sehen und wie sie den Rahmen einfach sprengen. Wir haben wie viel Uhr? Wie viel Uhr haben wir? Und die nächste Wehe kommst du nicht aufhören. Sag schon die Uhrzeit. 11. Oben steht. Hallo mein Engel. Herzlich willkommen auf unserer. Geht's.